Hi, vor einigen Jahren habe ich in einem Buch ein sensationelles Rezept von einer Guacamole, einem Avocado-Aufstrich, entdeckt. Und seitdem werde ich immer wieder danach gefragt. Und deswegen machen wir es heute einfach mal zusammen. Wir brauchen natürlich eine Avocado. Sie sollte ein bisschen weich sein. Und die Avocados, die haben die Fähigkeit, das sogenannte Ethylengas abzugeben. Und deswegen reifen sie nach. Wenn es schnell gehen soll und die ist zu hart, einfach dick in Zeitungspapier einwickeln, wie man es zum Beispiel auch bei der Mango machen kann. So, mit der fangen wir an. Die braucht man, die fühlt sich ganz gut an. Schneiden wir auf. Sehr schön, super schöner Avocado. Wenn ihr nur eine Hälfte verwendet, dann lasst auf jeden Fall den Kern drin. Das ist auch ein guter Trick, die Avocado, auch wenn ich diese Guacamole aufhebe und den Kern drin lasse, dann wird es nicht braun. Oder ich nehme natürlich Zitrone dazu. Hilft auch ganz gut. So, dann gehe ich hier und zerdrücke das Ganze. Ich mache es immer lieber mit der Gabel. Und nicht mit dem Pürierstab, weil sonst wird es irgendwie zu flüssig. Und ich mag es eigentlich am liebsten ein bisschen dicker. So. Dann geben wir gleich einmal den Saft einer halben Limette dazu. Stechen wir mal hier rein, ist auch ein guter Trick. Einfach mal da reinstechen. Jetzt mehr. Und jetzt brauche ich noch die Schale von der Hälfte von einer Limette. Nehme eine kleine Küchenreibe. Natürlich sollte diese Limette unbehandelt sein, ist ganz klar. Gewaschen, auch ganz klar. Boah, das duftet schon voll gut. Bisschen, was geht noch? So, und dann kommen noch ein paar weitere Zutaten. Ich nehme gehackten Knoblauch, fein gehackte rote Zwiebeln, klein geschnittene Frühlingszwiebel oder Jungzwiebeln, klein geschnittene Tomaten. Etwas Koriander, wenn ich den nicht mag, lasse ich den weg. Ingwer und Chilipaste. Ich gebe zu, das ist ein Gericht, das ist jetzt nicht gerade etwas, was total super schnell geht, weil man die ganzen Zutaten sehr, sehr fein schneiden sollte. Eigentlich fast noch ein bisschen feiner, wie ich es heute gemacht habe. So, auf jeden Fall kommt das alles rein. Vielleicht sogar nicht das Ganze, weil wir gar nicht so viel Avocado genommen haben. Man je nach Personenanzahl nimmt man natürlich etwas mehr oder weniger. So, dann rühren wir schon mal um. Es ist natürlich eine Guacamole, die eignet sich vielleicht nicht hundertprozentig zum Frühstück, weil sie schon ein bisschen bekannter ist, aber ganz, ganz toll zum Aperitif zum Beispiel dazu oder als Brotaufstrich. Als Brot würde ich immer ein Roggenvollkornbrot verwenden. Roggen hat einfach die wenigste Blutzuckerwirkung, also die geringste Blutzuckerwirkung, ist dafür mein Highlight unter den Brotsorten. So, jetzt gibt es noch ein bisschen was zum Verfeinern, und zwar ein ganz klein bisschen Olivenöl dazu und ein bisschen Sake, einen japanischen Sake. So, vielleicht ein, zwei Esslöffel, je nach Belieben. Wenn Kinder dabei sind, kann ich die noch weglassen. Den Ingwer, den reiben wir ja auch mit der Küchenreibe rein. Ich kann ihn natürlich auch ganz, ganz klein hacken. Ich finde halt einfach, das mit dem Reiben geht einfach schneller. Und so eine Küchenreibe finde ich sehr, 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 sehr praktisch in der Küche und tut immer gute Dienste. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen die Schärfe, entweder frische Chili oder ein bisschen Chili-Paste, ein bisschen Sambal Oleg, je nachdem, ob ich es scharf haben möchte oder nicht so scharf. Salz brauche ich übrigens bei diesem Aufstrich nicht unbedingt. Kann ich natürlich, wenn ich möchte, immer noch verfeinert dazugeben. Und wie das jetzt alles mal wieder zu schnell gegangen ist, das Rezept gibt es natürlich wie immer zum Nachlesen, zum Downloaden bei mir auf dem Blog unter www.conny-hoerl.at.